Servus, liebe Leute, willkommen zu meinem ersten Vlog. Ich vlog heute meinen Tag. Wir haben jetzt gerade 10.23 Uhr und ich fahre jetzt zur Arbeit mit dem Fahrrad. Wir haben 14 Grad, ein bisschen kalt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ja. Jo, also ich bin jetzt gerade auf dem Weg mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich habe gerade schon ein paar Shots gesehen von der Landschaft und ich nehme ich noch kurz auf und dann schauen wir mal, wie sich der Tag heute noch so gestaltet. Ich denke mal, dass ich nach der Arbeit noch an den PC gehe. Und also so kalt, nicht wundern. Und dann noch Videos aufnehmen oder so, die mich vielleicht noch nicht kennen. Ich mache schon YouTube. Ich habe auch einen Gaming-Kanal. Ja, das war eng. Mache ich Simulatoren. Bin der Gamer mal auf. Aber ein paar kennen mich bestimmt schon. Von da kommen wahrscheinlich die meisten. Und genau, und ich habe mir einfach jetzt mal gedacht, ich mache einfach mal Vlogs. Die ersten Vlogs sind auf jeden Fall erstmal mit dem Handy. Ich habe mir mal ein paar Tutorial-Videos angeschaut und so weiter und heißt immer erstmal mit dem Handy und so weiter. Natürlich holt man sich erstmal Tipps aus dem Internet und von anderen Vloggern. Sagen alle mit dem Handy erstmal, wenn man keine Kamera hat. Und dann sieht man einfach mal. Wie sich das in der Zukunft so gestaltet. Es kann sein, damit es die Mikrofonqualität nicht so gut ist. Aber besser wie nix. Und ich hoffe, ihr hört mich. Ich habe die Hand so ein bisschen am Mikrofon, damit man den Wind nicht so hört. Ich hoffe, das hilft was. Normalerweise schon. Aber es ist schon wirklich sehr kalt, hätte ich nicht gedacht. Und am Samstag wollen wir noch ein Zeltlager bei mir im Garten machen mit meinen Freunden und am Lagerfeuer sitzen. Ich glaube, das können wir vergessen. Und regnen soll es dann auch. Mal sehen. Warum vlogge ich jetzt? Warum fange ich mit Vlogging an? Wieso mache ich Gaming nicht weiter? Also Gaming mache ich auf jeden Fall schon weiter, denke ich, hoffe ich. Ich schaue, wie sich das ergibt. Und vloggen tue ich jetzt einfach, weil mir gedacht habe, ich möchte euch einfach mal zeigen, wie so meine Tage sind. Auch als Hobby-YouTuber, das zählt natürlich auch dazu. Das werde ich auf jeden Fall schon weitermachen, das Gaming und Simulatoren, die ganzen Livestreams. Aber das Vloggen, das mache ich einfach auch mal nebenbei. Und genau, ich bin das noch nicht so gewöhnt, hier mit der Kamera rumzulaufen, das ist ganz komisch. Aber ich denke mal, daran gewöhnt man sich. Und was wollte ich noch sagen? Ich glaube nichts mehr. Okay, also. Wie bin ich auf die Idee gekommen zum Vloggen? Ist eigentlich auch ganz einfach. Gestern Abend saß ich am PC, habe Videos geschnitten. Nächste Folge LS19. Da habe ich mir gedacht, Alter, ich habe irgendwie voll Bock auf Vloggen. Ich weiß nicht warum. Ja, habe ich mir gedacht, ich gehe morgen zum Arbeiten. Morgen tue ich noch ein paar Sachen vorbereiten für Samstag, fürs Zeltlager. Und dann passt es ja, dann kann ich ja gerade vloggen. Morgen muss ich noch
das Video noch fertig schneiden, was ich gestern angefangen habe. Dann passt das ja perfekt. Kann ja mal zeigen, wie sich, wie so mein Tag aussieht, was ich so mache. Genau. Also ich muss gerade schauen, wie viel Uhr haben wir denn jetzt? 11.13 Uhr. Und ich zeig die ganze Zeit und ich weiß. Genau. Schauen wir einfach mal. So, also liebe Leute, ich bin wieder zurück. Ich bin fertig mit Arbeiten und ich rufe gleich Kevin an und frage ihn, ob er Zeit hat, damit wir uns treffen können. Genau, ich halte jetzt hier mal kurz so an der Seite an. Mal schauen, ob er rangeht. Ich muss das jetzt über die Apple Watch machen, weil ich habe ja keine Kamera mehr dabei. Ich nehme mir mein Handy auf. Ich hoffe, damit er rangeht. Ja, geht nicht ran. Okay, dann probieren wir es nachher nochmal. Und ich fahre jetzt nach Hause. Der Himmel ist wunderschön. Ein paar Schäfchenwolken und sonst gar nichts. Jetzt habe ich vorhin auf den Wetterbericht geschaut. Und der sagt mir, dass am Samstag das Wetter noch ganz okay ist. Und am Sonntag, damit es dann da regnet. Ich hoffe, das bleibt so. Weil, wie gesagt, ich möchte das Zeltlager bei mir machen. Und da braucht man halt ein gutes Wetter. Jetzt kommt gerade einer. Das mag ich gar nicht. Okay. genau. Und es wäre jetzt halt scheiße, wenn da ein Scheißwetter ist. Wortwörtlich. Nein, wortwörtlich sollen wir das jetzt nicht nehmen. Ja, wäre aber blöd, wenn es scheiß Wetter ist. Und ich habe dann halt nächste Woche gar keine Zeit. Und das Vorschieben ist auch blöd, wenn dann doch gutes Wetter ist am Wochenende. Jetzt schauen wir mal. Und dann sehen wir, wie das Wetter wird. Aber so ist das Wetter eigentlich recht gut. Und ich habe mir gerade ein paar Videos angeschaut von mir, die ich jetzt heute Morgen aufgenommen habe. Die sind eigentlich recht gut geworden, auch so von der Tonqualität her. Also, ich nehme das Ganze gerade mit dem iPhone 10 auf. Lässt sich zeigen, also wirklich gut. So, also liebe Leute, ich habe gerade mit dem Kevin telefoniert. Gerade während der Fahrt, wo ich nach Hause gefahren bin. Und er hat keine Zeit. Ich werde da jetzt dann selber noch ein bisschen rausgehen, laufen. Noch eine Strecke ablaufen für Samstag, weil die ganze Sache muss ja auch alles noch organisieren und so weiter. Ich habe schon angefangen, ich habe hier in meinem Studio, habe ich hier noch den Plan, das habe ich nämlich am Samstag, nee, was haben wir heute? Am Montag habe ich das Ganze gemacht, einen Moment, ich laufe mal kurz, genau, da habe ich hier so eine To-Do-List erstellt. Damit ich halt einen Überblick habe und so weiter. Genau. Und hier seht ihr, mein Studio und so weiter ist nicht aufgeräumt. Da steht zum Beispiel ein Joghurt oder eine Haribo Packung, eine leere. Genau. Und ich werde das dann wahrscheinlich noch Video schneiden. Ich werde dieses Video anfangen mit schneiden. Damit ich es dann heute gleich raushauen kann auf meinem neuen Kanal, der Marvin. Ich werde dafür wahrscheinlich auch noch Werbung machen auf meinem Gaming-Kanal. Und dann sehen wir, was noch passiert. Ich werde auf jeden Fall noch rausgehen, ein bisschen laufen. Werde ich auch noch aufnehmen und dann genau, sieht man, was passiert. So, dann mache ich einfach mal den PC an und ich muss noch meinen zweiten Bildschirm anschließen. Ich habe den gestern weggemacht. Weil ich noch was ausprobiert habe gestern. Ich habe ein HDMI-Kabel angeschlossen, weil ich probiert habe. Einen Moment, weil ich probiert habe.
diese Kamera hier als Webcam zum Nutzen. Das geht nicht, da brauchen wir so ein Stream Deck oder wie sich das nennt, so ein Elgato, keine Ahnung, ihr kennt euch da wahrscheinlich besser aus. Aber das Licht passt nicht ganz so, so passt's. Genau, da habe ich geschaut, das funktioniert nicht nur, das funktioniert nicht mit dem HDMI-Kabel, vor allem der Seite hier. Alles ganz organisiert hier. Hier ist, hier, irgendwo da, ich kann es jetzt nicht zeigen, ich habe keine drei Hände. Das kann ich nicht anschließen, das ist zu klein. Und das HDMI-Kabel ist zu groß, aber das HDMI-Kabel kann ich an der PC anschließen, das geht. Nur wie gesagt an Kamera nicht und ich denke, das wäre auch so nicht gegangen. Keine Ahnung, wenn ihr euch damit mehr auskennt, dann dürft das gerne in die Kommentare schreiben. Ja. Passwort falsch eingegeben. Und dann sieht man, vielleicht klappt es ja auch ohne irgendwie so ein Elgato-Ding da. Halt schon teuer und ansonsten nutze ich halt die eine Webcam hier weiter. Ist auch gut, 1080p. Ich habe auch hier noch so eine kleine Kamera, aber die ist schon älter. Die ist noch von meiner Mutter. Genau, das ist eine für euch die, oder an die Leute, denen es interessiert, das ist eine Nikon Colpix P300. Da lade ich jetzt gerade den Akku, weil die Kamera, die lag jetzt ewig lang rum. Und ich habe sie gefunden, oder ich habe dran gedacht, ah, stimmt, die könnte ich fürs Vloggen nutzen und so weiter. Und da lädt jetzt hier gerade der Akku. Und von der großen Kamera hier lädt auch gerade der Akku. Genau. Und dann habe ich alle Akkus geladen, dass ich dann auch vloggen kann. Ich werde wahrscheinlich mit meinem Onkel dann jetzt irgendwann mal noch eine Fototour machen, wenn es so von der Zeit her geht. Mal schauen. Mal schauen, ob ich euch da mitnehmen kann. Genau. Okay. Also, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich dann fertig bin mit Schneiden. Bin. Genau. Also, bis gleich. So, liebe Leute, ich melde mich jetzt ein bisschen später. Wir haben jetzt 20.33 Uhr und mein Video ist fertig. Und ich habe der PC gerade eben neu gestartet. Ich komme gerade von draußen. Oh nein, ich war nicht spazieren, das habe ich heute nicht mehr geschafft. Ich war mit meinem Onkel Fotos machen. Ich kann euch gerne ein paar einblenden. Ich weiß nicht, ob ich es tue oder nicht. Mal schauen. Und ich weiß, das Licht ist komplett scheiße. Aber ich mache mir jetzt gerade noch was zum Essen. Oder ist gerade noch was im Ofen. Und wie gesagt, ich schneide jetzt den letzten Schnipsel noch ran an das Video. Und dann habe ich meinen ersten Vlog fertig. Und dann bin ich mal gespannt, wie er ankommt. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer, dürft ihr gerne ein Like da lassen und auch ein Abo, damit ihr keine nächsten Vlogs mehr von mir verpasst. Und ich schneide jetzt noch das LS19-Video für meinen Gaming-Kanal. Und dann Feierabend für heute. Geht's morgen wieder weiter. Genauso wie heute. Na, arbeiten gehe ich nicht. Aber dann gehe ich morgen laufen. Was ich eigentlich heute machen wollte, was ich jetzt heute nicht geschafft habe. Aber sag dauernd sorry Leute, das ist einfach an mir so. Ja, dann gehe ich morgen laufen und morgen habe ich nicht so viel zu tun und morgen werde ich auch keinen Vlog machen wahrscheinlich. Es kommt drauf an. Mal schauen. Also dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Kommt drauf an, wenn ihr es anschaut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.